willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19-Projekt hier auf der Map Hofbergmann. Hier steht wieder eine ganze Menge Arbeit an und ich habe auch ein neues Fahrzeug für unseren Hof hier besorgt, nämlich einen Weidemann, den werden wir uns später noch anschauen. Jetzt würde ich sagen, ich komme nämlich gerade vom Düngen, das habe ich ja in der letzten Folge angefangen und damals war der Verbrauch so bei null fast. Das lag daran, dass ich den Verbrauch auch einfach so niedrig eingestellt habe. Kann man ja hier per K und ich weiß gar nicht, was das andere ist, hier K und M, kann man das ja einstellen. So, und ich würde sagen, wir machen einmal kurz hier das Ganze auf, werden nochmal nachfüllen und dann lassen wir den Düngerstreuer hier stehen. Und da vorne steht schon der Weidemann, den werden wir dann später mal ausprobieren. Ich dachte mir, der passt wirklich perfekt hier auf die Hof-Bergmann-Karte und damit auch auf unseren Hof viel besser als der Kramer. Den habe ich nämlich verkauft, auch wenn der vermutlich technisch besser ist, aber irgendwie fand ich das... Es ist ja alles so idyllisch, da passt der Weidemann irgendwie besser drauf. So, gut, den Rest brauchen wir nicht mehr. Also werde ich den hier wieder auf diese Plattform hier stellen. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Da ist wirklich viel zu tun hier. Und ich zeige euch auch später nochmal den Käseladen. Da musste ich nämlich auch kurz los, als ich das gesehen habe. So, okay. Ich möchte einmal hier vorne... Zack. Nee, das war das Falsche. So. Und dann... können wir das nämlich hier stehen lassen. Damit fahre ich dann später zum Mist oben. Aber jetzt erstmal hier zumachen und dann fahren wir es einmal nach hinten. Es ist so viel Zeit vergangen seit der letzten Folge und es ist vor allen Dingen so viel passiert. Und bevor ich das vergesse, ich habe auch endlich mal ein Vlog gemacht. Ich habe euch ja in einer Hof-Bergmann-Folge mal gefragt, wie sieht's aus, würdet ihr sowas gerne sehen? Und ihr habt dann geschrieben, jo, wollen wir gerne sehen. Das war damals bei der FarmCon, aber das habe ich damals ja nicht hinbekommen. Da waren so viele... von euch, die dann Fotos machen wollten und dann dachte ich mir auch, dann quatsche ich lieber mit euch, als dass ich da so ein Video mache. Bei der Gamescom habe ich es aber gemacht. Oh, ich muss den vielleicht später nochmal mitnehmen, ja. Dieses eine Säckle, was da... So. Was da runtergefallen ist. Bei der Gamescom habe ich es gemacht und ich werde euch das Ganze mal verlinken. Das habe ich nämlich jetzt hier nicht auf dem Hauptkanal hochgeladen, sondern auf einem anderen Kanal. So, das möchte ich hier mal irgendwie so... Ich hoffe, es funktioniert so, dass ich das jetzt einfach mal hier runterschiebe. Dann lasse ich nämlich die ganzen Düngersäcke hier vorne stehen. An die Heuballen muss ich hoffentlich so schnell nicht wieder ran, beziehungsweise ich komme ja auch noch gut dran. Ja. Dann lassen wir es hier mal stehen, kommen das Ganze hier ab. So, genau. Und dann holen wir den Hakenlift hier ein. Dann kann ich nämlich später noch Wasser holen, um das da vorne der Apfelplantage zu geben, den Apfelbäumen. Das ist, denke ich, gar keine schlechte Sache. So, genau. Also zum Vlog, das habe ich abgehakt, das Thema. Und die Gamescom, muss ich euch ehrlich sagen, war einfach nur absolut krass. Also sehr, sehr anstrengend, aber auch absolut krass. War so die krasseste Gamescom, die ich bislang so erlebt habe. Mal gucken, wie es in den nächsten Jahren noch so wird. Aber es hat mich sehr gefreut, viele Leute mal wieder zu treffen, ne, die man lange nicht mehr gesehen hat, so aus der Branche. Viele Entwickler, die man da natürlich trifft, viele Publisher und natürlich auch die ganzen YouTube-Kollegen, mit denen man lange nicht mehr gequatscht hat. Gut, mit Werner habe ich natürlich jetzt öfter zu tun, aber ihr wisst, wen ich meine, sicherlich. Das ist immer ganz schön. So, gut, dann holen wir das hier schon mal drauf und dann mache ich das nochmal schnell voll. Und dann kann ich nämlich hier vorne schon ein bisschen Wasser vorbeibringen. Da ist nämlich, wenn ich es richtig gesehen habe, der Misthaufen hier müsste voll sein. Genau, aber Wasser sind nur noch 9%. Das würde ich gerne mal kurz auffüllen. Und deswegen müssen wir einmal kurz drehen. Vorne steht da schon der Weidemann. Aber das kleine Highlight, das sparen wir uns für zum Schluss auf. Ja. Genau. Und dann drehen wir einmal und tanken hier vorne ein bisschen was. Ah, der Sack hat sich hier aufgestellt. Dann kann ich den später auch mal mitnehmen. Gut, gut. So. So, jetzt aber. Genau, dann füllen wir da einmal ein bisschen Wasser rein. Wir brauchen nicht allzu viel, aber ein bisschen was muss da halt jetzt wieder rein, damit das da weitergehen kann. Und dass ich das erstmal aus den Augen lassen kann. Den Hofladen schauen wir uns später noch an. Aber kurz zur Gamescom.
Das war, die Farming Simulator League war auf jeden Fall ziemlich spannend und das wird sicherlich auch in den nächsten Wochen und Monaten noch spannend. Und euch alle zu treffen hat mega Spaß gemacht und die Spiele da zu sehen und so, das ist schon. Aber was ich an der Gamescom ja nicht so mag, ist, das sind solche Menschenmassen, die sich da durch die Hallen drängen. Also es ist voll, es ist laut und so, also das muss man schon mögen, da muss man ein bisschen drauf stehen. Ist jetzt nicht so ganz mein Ding, aber gut. So, und ich bin ja dann auch am Ende des Jahres auf der Agritechnica. Da haben viele von euch jetzt gefragt, Ansgar, wann bist du denn eigentlich da? Und das habe ich jetzt mal selbst in Erfahrung gebracht. Also ich werde auf jeden Fall am Samstag da sein. Da sind aber, glaube ich, auch sehr viele Leute da. Ja, und ich werde dann am Farming-Simulator-Stand, denke ich, sein. Aber ich versuche mir die ganze Ausstellung da auch nochmal anzuschauen. Und vielleicht bin ich dann auch schon am Freitag da, um ein kleines Video zu drehen. Ich muss mir das mal ausrechnen und überlegen, was da am sinnvollsten ist. Aber es interessiert mich natürlich selbst auch, die ganzen großen Maschinen da mal zu sehen. So, können wir das hier rauslassen? Jo, können wir. Gucken wir einmal, wie voll das jetzt hier ist. Ja, gleich ist komplett voll. Gut, dass ich nicht so wahnsinnig viel getankt habe. Dann nehmen wir den erstmal wieder mit. Oder lassen den hier vorne stehen. Wobei, da gab es auch große Beschwerden, dass ich überall alles stehen lasse. Das macht man so natürlich auch nicht eigentlich, ne? So. Und dann fahren wir da zurück. Zack. Und dann lasse ich den hier vorne, parke ich den mal irgendwo. Vielleicht neben dem Plattform. Aufsatz hier. So. Gut. Das passt doch. Dann werden wir uns jetzt einmal dem Weidemann widmen. Da übrigens nochmal großes, großes Danke an den lieben Agrartechnik Niederbayern. Der hat das ganze Modell nämlich konvertiert. Ob das jemals für den LS19 erscheinen wird, weiß ich nicht. Das Ganze ist jetzt noch eine Beta-Version, ist noch nicht final und vor allen Dingen nicht öffentlich verfügbar. Aber ich werde euch mal die Instagram-Kanäle von den zwei Moddern, die jetzt daran gearbeitet haben und das Ganze jetzt in den LS19 geholt haben, verlinken. Ich finde den irgendwie mega. Ich finde, das ist genau das, was hier auf so einem Hof Bergmann-Hof passt. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich das auch mal und werde das hier auf dieser Karte ausprobieren. Aber wenn ihr da irgendwie weitere Infos haben wollt, dann schaut gerne mal auf den Instagram-Kanälen vorbei. Ich denke, sollte das irgendwann mal released werden, erfährt man es auch da. So, machen wir einmal das Ganze auf hier. Das Doofe ist, da öffnet sich dann auch direkt immer Kursplay, weil ich das auf der gleichen Taste liegen habe. So. Und dann tun wir es einmal hier rein, aber ich glaube, wir können den Hänger noch ein bisschen näher holen. Man kann natürlich auch aus der Innenperspektive fahren. Viele Dinge sind aber halt noch nicht fertig. Also man sieht es, glaube ich, also das Licht ist zwar vorhanden, aber die Scheinwerfer gehen dann nicht an. Also so sieht das dann aus. Ja, es war Licht, aber es geht jetzt keinen Scheinwerfer an. Und vor allen Dingen, der Tacho ist hier nicht animiert. Das ist also auch alles. Nur das Lenkrad. Das klappt super. Ja, bisschen was geht noch. Alles klar. Und dann geht's mal weiter. Da fehlt mir hier am eigenen Lenkrad, was ich jetzt hier vorm Computer nutze, so ein bisschen der Knauf, den man da so anbringen kann. Wie das hier, glaube ich. Hat der hier einen? Ja, der hat, glaube ich, auch einen, ne? Für das LS-Lenkrad gab es das ja. Aber für das Logitech, was ich jetzt hier nutze, gibt es das, glaube ich, nicht. Also kann man natürlich dran bauen. Ich habe jetzt auch gesehen, es gibt so einen neuen Seitenkonsolenhersteller. Also es sind so. Ich glaube, es sind sogar nur so ein paar Jungs, die haben das jetzt, die haben da jetzt irgendwas entwickelt und vertreiben das jetzt auch tatsächlich. Das ist dann richtig mit so einem Schalter und so, habe ich auch schon überlegt, ob ich mir da mal sowas kaufen soll, weil da ist ein Joystick dabei und das ist natürlich schon ganz charmant, ne, für einige Aufgaben hier im Landwirtschaftssimulator. Also von daher, ja, muss ich mir mal überlegen. Aber ich folge der Seite auf jeden Fall auch auf Instagram. Ich habe sowieso so ein bisschen das Gefühl, dass Instagram jetzt so der neueste Shit ist. Also, wie viele Leute einem da folgen, ist schon Wahnsinn. Wie viele Nachrichten da auch kommen und so. Tipptopp. So, dann
Holen wir nochmal schnell eine Ladung. Und dann werde ich damit später rüberfahren. Switchen wir einmal kurz in die... Kann ich auch mal schnell hier rausgehen. In den MB-Truck. Dann kann ich nämlich einmal kurz schauen, wie viel da schon drin ist. Und den ein bisschen vorziehen. Ach ja, die Käserei wollte ich euch noch zeigen. Und vor allen Dingen den Hofladen. Den möchte ich euch auch noch zeigen. Machen wir es mal so. Dann haben wir ein bisschen besseren Ausblick. So. Ich muss auch sagen, ich war noch nie auf der Agritechnica. Und habe auch selten die Chance bekommen, mal in so richtig große landwirtschaftliche Maschinen einzusteigen. Deswegen bin ich da schon sehr heiß drauf. Und ich hoffe, dass das funktioniert, dass ich da auch am Freitag schon ein bisschen rumschauen kann. Oder vielleicht sogar schon am Donnerstag, aber ich denke eher Freitag. So. Ah, sind erst 50%. Dann ziehen wir den mal hier nach vorne. So. Lassen den einmal hier stehen. Und ich wollte euch noch darüber abstimmen lassen, ob ich jetzt Manual Attach hier draufnehmen soll oder nicht. Also, dass man die Wagen manuell ankuppelt. Oder eben so, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ich habe euch das schon mal gefragt und die Meinungen gingen da sehr auseinander. Und ich habe es jetzt auch bei Farmertown gesehen, da habe ich es ja mit drauf. Das ist ja auch jetzt nicht kompliziert oder so. Man muss sich einmal kurz dran gewöhnen und dann läuft das. Da habe ich es jetzt drauf, aber da gefällt es jetzt auch nicht jedem. Deswegen bin ich mir da unsicher und wollte euch einfach mal fragen und euch da jetzt die Wahl lassen. Also, wenn ich es nicht vergessen habe, stimmt gern mal oben ab. Und dann werde ich mich nach euch richten. Ich finde, es passt eigentlich ganz, es würde ganz gut hier auf die Map passen. Aber ich überlasse euch da die Entscheidung. So. Ich glaube, ich lasse die Gabel oben einfach mal auf. Auch wenn man das nicht so machen würde. Aber dann sparen wir uns das Cosplay-Fenster. So. Und dann wird nochmal weiter aufgeladen. Muss ja sein. Muss ja gemacht werden, ne? Klasse Ding. Der Weidemann. Gefällt mir richtig gut. Also vielen Dank nochmal an die Modder, weil ich war jetzt schon länger auf der Suche und ich weiß auch, es gab mehrere, die das irgendwie, die den irgendwie versucht haben zu konvertieren oder damit angefangen haben und so, aber das war dann noch nicht so ganz fertig und dann habe ich aus Zufall gesehen, dass die im Moment dabei sind und die haben mir dann auch freundlicherweise direkt eine Version zugeschickt, was ich natürlich sehr nett fand. So. Ist ja ziemlich krass, was auf dem Kanal im Moment so abgeht, ne? Also, ich hab das, ich muss ehrlich sagen, ich kontrolliere das jetzt nicht so oft, beziehungsweise machen wir da jetzt auch nicht so einen großen Kopf drum, wie viele Abonnenten oder wie viele Klicks oder so, ne? Das ist jetzt, ich bekomme das natürlich schon irgendwie mit, sieht man ja auf der YouTube-Seite, aber ist jetzt nicht so, dass man sich jeden Tag denkt, ach, das ist, da bist du aber besonders erfolgreich heute wieder gewesen, so, nach dem Motto. Insofern bin ich jetzt, habe ich das durchaus mitbekommen, dass das immer mehr wird und so, aber ruf mir das jetzt nicht immer so ins Gedächtnis, aber es wird einem dann ins Gedächtnis gerufen, wenn man irgendwelche Angebote per E-Mail bekommt, also zu coolen Veranstaltungen eingeladen wird und coolen Events und hier und da und tralala. Ich kann das oft gar nicht so wahrnehmen, weil ich habe dafür die Zeit nicht. Ihr merkt ja jetzt schon, wie das mit den Videos schwierig ist und so. Und Studium habe ich ja auch noch und so. Das muss irgendwie alles unter einen Hut gebracht werden. Aber da merkt man dann, das ist schon alles sehr gewachsen, seitdem ich hier. Und ich bin ja bei dem LS zum Beispiel noch gar nicht so dabei. Deswegen ist es schon, also noch gar nicht so lange dabei, deswegen ist es schon eine große Ehre, dass ich dann auch hier mit der Farming Simulator League dabei bin und ja, in anderen Bereichen eben auch jetzt viele Chancen bekomme. Sagen wir es mal so. Macht schon Spaß, so YouTube, aber ist natürlich auch viel Arbeit, ne? Also das sieht man dann oft nicht. So, und dann eine letzte Fuhre, dann haben wir heute den Weidemann ausgiebig mal getestet. Sonst überspringe ich sowas ja schon mal gerne oder macht sowas im Zeitraffer. Aber hier wollte ich euch jetzt mal die Funktion zeigen. Ich finde, von hinten sieht er richtig schmal aus, aber von vorne sieht das halt genauso aus, wie er aussehen soll. Aber hinten sieht es fast irgendwie aus, als ob irgendwie Materialnot war und man hat es dann doch ein bisschen schmaler gemacht. Ihr müsst euch übrigens mal den neuen Werbespot von Grimme angucken. Den habe ich mir heute angeguckt und der war sehr, sehr witzig.
Grimme und Damme, glaube ich. Also Grimme kommt irgendwie aus Damme und das war der Werbespot im Werbespot. Sehr, sehr witzig gemacht. So. Ich glaube, das war's. Damit ist das Ganze voll. Und ich werde das Ganze jetzt rüberbringen, aber da werde ich euch jetzt nicht mehr mitnehmen, sondern ich nehme euch jetzt nochmal schnell mit zum Hofladen. Und dann zeige ich euch nochmal kurz, wie da die Eskalation aussieht. Also ich wollte eigentlich in dieser Folge ja verkaufen, aber ich glaube, das lassen wir sein. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen sammeln und werde dann in der nächsten Folge verkaufen, weil es wird immer noch Käse produziert hier vorne. Das nimmt kein Ende und ich glaube, ihr habt es vielleicht eben schon mal so ein bisschen am Horizont gesehen. Oh Mensch, hier bin ich aber wieder im Sportmodus unterwegs, wa? Ihr habt es vielleicht am Horizont schon gesehen, da lagern auch noch ganz viele Milchkannen. Also es muss noch sehr, sehr viel abtransportiert werden. Insofern habe ich mir das jetzt einfach mal für die nächste Folge dann vorgenommen. So, lass mal den einmal hier stehen. Und dann nehme ich direkt mal was beim Reingehen mit. Nämlich so ein Butterfass. Dann können wir uns das Ganze mal angucken. Ja, moin. Muss los. Also, was hier zu sehen ist, und wie gesagt, das ist nur ein Teil dessen, was wirklich produziert wurde. Ne? Also hier lagert im Auto noch eine ganze Menge und in der Käserei lagert auch noch eine ganze Menge und es wird eben auch noch Neues produziert. Also, wenn das mal nicht, wenn hier aus dem Dorf noch irgendjemand einen Wunsch hat, ne? Wenn irgendjemand nicht an seinen Käse gekommen ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich glaube, hier gibt es mehr Käse als Einwohner jetzt in dem Hofladen. Insofern, das ist, glaube ich, ein ganz gelungenes Ende. Ist natürlich auch witzig irgendwie zu sehen. Aber hier ist noch einiges zu tun bis zum Verkauf. Deswegen werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat und vor allen Dingen, wenn euch der Weidemann gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Schaut gerne mal bei den Moddern vorbei, die das Ganze jetzt, ich glaube, konvertiert haben. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Also ich glaube, es ist jetzt kein komplett neues Modell, sondern es ist nur konvertiert worden. Aber auch das muss ja irgendwie gemacht werden. Und ist auch eine ganze Menge Arbeit. Deswegen vielen Dank und bis zum nächsten Mal würde ich sagen, Tschüssikowski.